So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Kavallerie Tier Challenge irgendwie so. Ja, ich spiele es nochmal. Ich werde es nochmal spielen, weil es ultra interessante Schlacht und ich habe mich einfach ultra dämlich angestellt. Deswegen wollte ich das nochmal probieren. Und ja, also klar, der letzte Kampf war zwar gut gewonnen, also ich habe 5 Einheiten verloren, also komplett. Die anderen Einheiten waren relativ noch gut im Schuss. Also schlecht war es nicht. Aber erstens, ich habe meinen General verloren und zweitens, ich kann es besser. Genau, also und wenn ich jetzt hier das schlechter spielen sollte, dann nehme ich das. Also ich probiere es neu, aber wenn ich mich blöder anstelle, dann ist es so. Genau. So. Mir ist übrigens wieder natürlich, also ich nehme ja jetzt in so einen fetten Pack auf, quasi Vorproduktion für meinen Urlaub. Schön und gut. Ja, das Ding ist, ich habe das Problem ist aber, dass ich mehr oder weniger jetzt nicht mehr denken kann. Ich fange nochmal neu an. Herzlich willkommen. Nein, Spaß. Also, ich habe jetzt leider wieder in schlechter Qualität aufgenommen. So wie ich es eigentlich immer aufnehme, wenn ich irgendwie für Let's Plays aufnehme, keine Ahnung, ich vergesse immer, dass ich die Einstellung noch vom Stream habe. Beim Stream habe ich ja schon öfters erklärt, dass ich da eben die geringeren Pixel nehmen muss, weil die gute Pixelzahl, sag ich mal so dumm, ist für die Partner reserviert. Das nähert sich feindliche Unterstützung. Und dementsprechend ja, ist es ein bisschen dumm. Gepanzerte Elefanten! Gepanzerte Elefanten! Reite doppelte Geschwindigkeit! Eure Befehle? Schnell vorrücken! Hellenische Kataphrakte! Kavallerie? Doppelte Geschwindigkeit! Gut, also jetzt sind wir mal ein bisschen enger drin. Einfach durch. Unser General wird angegriffen. Von wem denn? Okay. Okay, die ist noch ein bisschen weit entfernt. Okay.
Wo sind die Pikiniere? Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Wieder weg. Und zurück. So, das ist ganz passt schon. Elefanten. Oh, die kommen immer näher, aber. Momentan. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Momentan passt das. Ja, weil natürlich jetzt zu den anderen, aber ich versuche den mal aufzuhalten und ein bisschen zu scouten. Schön einfach umfahren. Die auch. Das ist echt so mies. Also natürlich, wenn man die Zeit hat, um die anzugreifen, dann ist es echt gemein. Ich meine, die brauchen ja wirklich sehr viel Liebe. Einwagen! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Jetzt sind sie weg. Gut. Jetzt kommen die. Die da habe ich auch aufgehalten. Das ist gut. So. Ist das doch schon sehr viel besser. Also. Ich würde mich gerne. Hier so aufstellen. Komm hier hin. So ein bisschen schräg. So, dass er sich nicht komplett frei bewegen kann, aber dass ich quasi noch mich frei genug bewegen kann. So, weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Okay, ein bisschen Plänkel Gebatsche. So, nur hier hereinspaziert. Elefanten sind bereit für die Schlacht. Bereit. Rück vor, Leute. Tarantinische Kavallerie. Bereit loszureiten. Ja, wenn er mit Brandpfeilen anfängt, dann muss ich natürlich ein bisschen
kaputt machen, ne? Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Deswegen. Ja. Ich gehe jetzt rein. Ja. Scheiße. Entschuldigung. Könnte sogar sein, dass das jetzt ein bisschen schlechter ist. So. Der ist jetzt zum Beispiel komplett alleine da. Streitwagen, komm mal hierher. So, sehr gut. Okay. Nee. Entschuldigung, das war ein Fehler. Die Streitwagen fahren einfach mal hier Gassi. Okay, das ist natürlich jetzt hier Mobbing, aber das macht er ja auch mit mir. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. So, sehr schön. Der Web wird hier weggemobbt. Ja, einfach herumfahren, sehr schön. Du gehst da mal weg. Ah, hier sind Pikiniere. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Das war gut. Du gehst hier hin. Wieder zurück. Ja, so ist es doch ein bisschen besser, ne? So ein klitzekleines bisschen. Oh, du verfolgst den weiter, das ist gut. Ihr wollt euch die Pikiniere. Nein. Elefanten. Oh, sehr schön. Gut. Was machst du? Ernsthaft? Du kommst einfach nicht hier klar, ne? Das ist halt der Nachteil von den Streitwagen. Schön. Tja, andere Taktik und komplett anderes Bild, ne? Komplett anderes Bild. Genau, das mit den Streitwagen. Wenn man die zum Angreifen klickt, die bekommen das nicht hin. Aber einfach durchfahren. Ja, Rasenmäher. Na gut. Ja, anscheinend hat sie. Gut.
Ich hoffe, das war für euch in Ordnung. Alter, 1300 mit den Elefanten. Ja, okay, Elefanten, die können das. Offensichtlich. Gut, auf jeden Fall war das doch ein bisschen besser. Aber das ist so gut. Das hätte ich nicht gedacht. Wir haben nur 200 verloren. Aber das ist halt das, auch wenn ihr gegen Menschen oder echte Spieler spielt, versucht, ihn abzulenken. Also gerade beim ersten Spiel, also bei der letzten Folge, habe ich mich von der kleinen Armee ablenken lassen. Und dadurch habe ich die Elefanten komplett in die Armee geschickt und habe die aber nicht mehr manövriert. Ups. Entschuldigung. Habe die nicht mehr manövriert. Auch die Plankter-Kavallerie habe ich an die Seite gestellt und wollte gleich wieder hin. Aber dann habe ich mit deren paar Kavallerien an der Seite habe ich dann Jagd auf Pikiniere gemacht. Was total der Unsinn ist. Genau. Also nicht ablenken lassen und den Gegner ablenken. Oder also kleine Köder hinschicken, die er dann abfrühstückt. Und dann, ja, aber die große Schlacht dann verliert. Genau. Also 1115 gegen, also sagen wir, ja sagen wir 1200 gegen 6000. 200 verloren. Ja, knapp 5600 verloren, verbleiben 300. Das ist halt heftig. So, ja, plündern wäre halt nice. Ja, aber nein. Zu euren Dienst. Leider nicht. Leider nicht. Gut, aber wir haben jetzt positive Bilanz, also mit 29, aber dennoch mit 2800 kann man auf jeden Fall was machen. Und ich frage die gleich mal. Mein Freund, ihr Erd. Genau. Eure ehrbaren Worte rü. Ihr werdet in mir einen bereitwilligen und. Nee, nicht wirklich. Gut, dadurch haben wir 200 Gold mehr, das ist gut. Okay. Also, die halten 3 Runden. Okay, 3 Runden. Damit kann man doch was machen. Okay, hier. Ich habe ja nicht den Boni auf. Ich habe nicht den Bonus auf die Kinder bekommen. Minus Korruptionsforschung, Moral, Angriffsbonus für Streitwilligen, Forschungsrate. Ruhestand. Ich mach mal jetzt das da, weil das ist momentan am wichtigsten. Okay. Also wenn, dann würde ich hier was aufbauen. Wenn ich den baue, habe ich nächste Runde nichts mehr. Upsi. Ich bin fast geneigt, das da zu machen.
Oder warte. Überfall und hier. Überfall und Angriff. Das ist dasselbe. Hier nur Überfall. Und hier nichts. Ja doch, Überfall. Dann würde ich das da machen. Dann hat die da auf jeden Fall mehr Einheiten. Zwar lächerlich, aber mehr. Muss sein. Okay. Dann schauen wir noch mal kurz in die nächste Runde. Und dann war es das für heute auch schon. Okay, Athen. Jetzt kommt Numidien da unten. Nabatea. Sorry, das war Verladen von nebenan. Gut, verwundet. Fein verwundet, das ist gut. Verschleiß, natürlicher Tod, natürlicher Tod. Ja, blöd. Dann muss ich dahin. Was machen die jetzt da? Scheiße. Ist egal, wohin ich gehe. Ja gut, das schauen wir dann das nächste Mal. Okay, das ist egal. Das ist egal. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal.